Servus und guten Morgen. Ein neuer Tag beginnt. Das Wetter ist wieder super. Ich gehe schnell frühstücken und dann geht's auch schon wieder raus auf die nächste Tour. Frühstück. Mit Aussicht. Jetzt geht's los. Fahren wir wieder Richtung Hintersee. Da sind wir am Hintersee. Hier startet heute unsere kleine Wanderung. Und zwar muss ich jetzt da so rüber. Da gibt es einen Abzweig, der führt uns in Richtung zur Halsalm. Die Halsalm, das ist unser heutiges Ziel. Das ist so eine kleine Runde. Wir kommen dann hinterher, so am Anfang des Klausbachstals, wieder raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin die Tour einmal gegangen. Heute ist es das zweite Mal. Ich habe noch nie ein Video drüber gemacht. Das schauen wir uns heute mal alles an. Ich habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Ist allerdings nicht so die allzu lange Wanderung. Ich denke mal Stündchen, anderthalb. Dann sind wir dort oben. Ja, das ist der Plan für heute. Und je nachdem, wie viel Zeit da noch ist, werden wir natürlich ein Päuschen da oben machen und müssen ja auch zurückgehen. Werden uns vielleicht noch irgendwas angucken. Dann halten wir mal einen Ramsau an dem Brückchen da mit dem bekannten Fotomotiv. Und schauen uns das mal noch an und vielleicht mal einen Kurpark in Ramsau. Ja, das ist vielleicht der Plan für heute. Wetter ist super, wieder ein ganz tolles Wanderwetter, nicht zu heiß, bisschen Wölkchen, Sonne, so dass man hier hervorragend zu der Tour aufbrechen kann. Ja, das ist für heute geplant und wenn das Wetter mitspielt, ist dann auch morgen wieder eine etwas größere Bergtour geeignet. Ich hoffe, euch gefallen auch diese Touren, die jetzt nicht immer auf die höchsten Gipfel führen. Aber das mache ich auch mal ganz gerne. Muss ja nicht immer der höchste Berg sein, der hier möglich ist. So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal unsere Runde. Da war ich erst vor kurzem dort oben, Blaueishütte. Und schau mal. Ein bisschen unsicher, aber ich glaube, das könnte der Steinberg sein, der eine Gipfel. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich meine, ich konnte den Hintersee nicht von oben sehen. So, und dann schwenkt mir mal bei diesem traumhaften Wetter, wo ich angekommen bin an dem Tag. Dann bin ich ja hier einmal um den Hintersee rumgegangen und da war es ja am Regnen. Aber heute ist es richtig schön. Genießt man, ist das nicht idyllisch hier, dieses Häuschen auf der grünen Wiese vor der Bergkulisse, der Reiteralpe. Wahnsinn, richtig schön. Ja, der Parkplatz ist auch schon gut gefüllt, viele Wanderfreunde sind unterwegs und jetzt starten wir auch. Dort oben durch den Wald führt gleich der Weg hier hinten hin.
An dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt vom Hintersee vorerst, biegen hier nach links ab, Halsalm, 1¾ Stunden, das ist unser Ziel. Ja, ich denke mal vielleicht 1½ Stunden werden es da sein. Wir haben jetzt kurz vor 11, ich denke mal spätestens 12:30 sollten wir an der Halsalm sein. Ja, ich bin mal gespannt, das letzte Mal, als ich dort war, das ist ein paar Jahre her, und da hatte sie zu. Ich habe gestern schon den ganzen Tag darüber nachgedacht, wann das gewesen sein muss, also in welchem Monat, dass sie zu hatte. Weil aktuell, Kühe müssten oben sein, die Alm müsste offen haben. Ich vermute fast, dass es gegen Mitte August war, dass die vielleicht dann schon weg waren. Weil ich war meistens im Juli oder August hier. Und ich denke mal, im Juli werden die definitiv dort oben sein. Ich war zwar die letzten Jahre auch im November und Oktober da, aber da weiß ich, dass ich definitiv nicht dort war. Im Mai war ich auch schon ein paar Mal hier, aber da war ich auch auf keinen Fall dort. Also deswegen muss das Juli oder August gewesen sein. Aber ich tendiere zu Ende August und deswegen war die wahrscheinlich schon geräumt, die Alm. Ja, nach ein paar Metern schon gibt sich jetzt der Blick, wird frei auf die Halsalm. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ich hoffe, ihr erkennt das so ein bisschen, das weiße Gebäude, das ist die Halsalm. Ich hoffe, dass sie auch offen hat. Hier gehen wir jetzt mal lang. Ja, auf dem Weg zu unserem beginnenden Wanderweg muss man jetzt tatsächlich ein bisschen Straße laufen. Das gehört dazu. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Abkürzung oder sowas. Vom Hintersee aus gesehen muss man hier so ein Stück leider lang gehen. Man schon ein bisschen neidisch sein, wie die hier wohnen. Wunderschön. Aber ich gönne es jedem Einzelnen, hier zu leben. An dieser Stelle verlasse ich jetzt die Straße und wechsle hier rüber. Allerdings steht jetzt hier nichts von der Halsalm. Ich hoffe, das kommt da vorne, aber es muss der Weg sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es mal irgendwie anders geht. Ja, und hier ist das Schild glücklicherweise 1½ Stunden noch. Hier geht's hoch. Einige Wanderfreunde sind hier auch schon unterwegs. Vielleicht ganz interessant, hier war mal ein Kalkofen. Könnt euch das ja mal durchlesen, ja, was man hier damit gemacht hat. Genau, wenn das jetzt zu schnell war, dann könnt ihr einfach mal auf Pause drücken. Dann könnt ihr euch mit der Geschichte hier dieser Kalköfen, die hier ja vor vielen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten ja sogar schon in Betrieb waren, mal euch mit auseinandersetzen. Hier seht ihr die Halsalm schon mal auf dem Foto. Ja, und da hier überall steht bewirtschaftet, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie tatsächlich offen hat. Wäre sonst ein bisschen irreführend. Allerdings müssen sie die ganzen Schilder entfernen, wenn sie nicht mehr bewirtschaftet ist. Das sind wohl die Auswirkungen des Unwetters. Ja, das Bankerl, das lädt doch zum Verweilen ein.
Besonders bei diesem Ausblick. Leute, schaut, ist das nicht herrlich? Absolutes Träumchen. Der Hintersee, schön so smaragdgrün, ein absoluter Traum. Ja, da oben war ich noch. Vor 2 Tagen war es, glaube ich. Steinberg, jetzt müsste man den Gipfel auch sehen können. Ich denke, es ist dieser. Wenn man diese kleinen 3 Zacken sieht, das ist der rechte. Genau. Weiter geht's. Fährt das Anhal. Macht so eine kleine Rundtour mit Erklärung. Jeder Schritt gefühlt hier ein neues, tolles Panorama. Fantastisch. Also mir gefällt die Tour jetzt schon wahnsinnig gut. Ich habe die gar nicht so schön in Erinnerung. Hier ist ein kleiner Wasserfall. Kann man sich ein bisschen am Bach erfrischen oder wenn ihr mit einem Hund unterwegs seid, kann er hier schon was trinken. Und dieses Raum auf der Panorama. So. Es ist eh sehr schön hier, dieses oberhalb vom Hintersee zu gehen. Leicht ansteigend, ist nicht sonderlich steil. Sehr schöne Tour. Stelle wird jetzt ein Hintersee-Direktabstieg angezeigt vielmehr. Der sagt mir jetzt eigentlich nichts. Der führt ja direkt runter, 35 Minuten nur. Das heißt ja im Umkehrschluss, man hätte ja auch hochgehen können. Aber gut, ich habe bewusst den Weg auch gewählt. Aber ich kannte den ja auch nicht, hätte aber trotzdem den Weg jetzt genommen, den ich gegangen bin. Allein schon wegen der Sicht, die man da die ganze Zeit oder immer wieder auf den Hintersee hat. Und deswegen ist mir diese Tour einfach lieber, zumal ich diese auch kenne und weiß, dass sie gut ist. So. Da müssen wir noch lang. Ich weiß gar nicht genau, wo der Weg dann lang geht, aber müsst ihr weiter durch den Wald führen. Dieser Stelle, jetzt wo ich hier so schön am Wandern bin, möchte ich mich auch mal bei meinen mittlerweile 400 Abonnenten bedanken. Ich danke jeden Einzelnen davon, dass ihr meinen Kanal abonniert habt, dass euch ja, scheinbar diese Wanderungen genauso gut gefallen wie mir und dass ihr mir ja, dabei zuschaut, mir folgt, wie ich hier ja, wandere durch die Berge. Und ja, ich hoffe auch, dass wenn der diesjährige Berchtesgaden-Vlog, zumindest der jetzt von Juli, zu Ende ist, dass ihr mir trotzdem weiter in die Treue haltet und mir weiter folgt. Es kommt bestimmt dieses Jahr auch, ja, ich weiß jetzt nicht 100%, ob es nochmal Berchtesgaden wird, aber vielleicht eine andere Alpenregion oder ja, sonst irgendeine Reise, die bestimmt auch mit Wanderungen verbunden sein wird. Ich hoffe auch, dass es euch gefällt. Ich übernehme ja auch meine Heimatregion immer wieder Touren, verschiedene. Vielleicht interessiert euch das ja auch, was ich euch da so zeigen kann. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall dabei bleibt, fände ich das total klasse. Ja, und wenn ihr zuschaut jetzt und ihr habt noch kein Abo, dann fände ich es ganz super, wenn ihr vielleicht eins da lassen würdet. Kostet ja auch absolut nichts, vollkommen umsonst. Aber zeigt mir so ein bisschen an, dass ihr, ja, dass euch das gefällt, was ich hier mache, und das ermutigt mich natürlich weiterzumachen, weitere Touren zu planen. Die würde ich zwar auch so machen, aber zumindest das festzuhalten, das bestärkt mich dann ein bisschen bei unten. Gut, jetzt wandern wir weiter Richtung Halsrand.
traumhafter da. Man kann das nicht oft genug sehen. Wir sind jetzt bei Höhenmeter 1112. Die Halsalm liegt ungefähr 100 Höhenmeter höher, 1216. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mich da nicht vertue, es hieß noch 100 Höhenmeter, aber hier vorne kommt auch jetzt ein Tor, ein Gattal. Das heißt, da beginnt wahrscheinlich die Almregion. Achtung, Weidevieh. Der Gölsch in der Sonne, der Hintersee, ein Traum. Jetzt haben wir mal den Hochkalter in seiner ganzen Pracht von der anderen Seite. Also wo wir gewöhnlich drauf gucken, da wo man auch aus dem Klausbachtal drauf schauen würde. Sehr schön. Schaut. Jetzt haben wir die Halsalm, die Kühe warten auch schon. Mehr idyllische Bergwelt kann man sich doch kaum vorstellen. Kühe auf einer Alm, auf grüner Wiese, vor den gigantischen Bergen. Glockengeläut dazu, ein Traum. Ein absoluter Traum. Und da vorne kommt die Alm. Eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein. Müsste man normalerweise gar nicht erwähnen. Frischer Almkäse. Ja, gut gestärkt jetzt mit einem Radler und einem Käsebrot. Gehen wir jetzt an der Halsalm hier vorbei und gehen auf dem anderen Weg runter. So, schauen wir noch einmal zurück. Kühe. Eineinviertel Stunden, das ist unser Weg Hintersee über Klausbach aus.
Gebiet, das haben wir jetzt ja gerade verlassen und jetzt erwarten uns deswegen auch leider keine Kühe mehr, die wir beobachten können und das Glockengeläute lauschen können. Habe ich gerade erfahren, dass die der Frau, die auf der Alm da ist, ich weiß jetzt nicht, wie soll man sie nennen, Almwirtin, Sennerin, Bäuerin, auf jeden Fall, die hat erzählt einer anderen Wanderin, dass die Alm, also die Halsalm, wohl 500 bis 600 Jahre alt sein soll. Kann ich mir gut vorstellen, wobei ich denke, das Gebäude, was da ist, wird nicht ganz so alt sein. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist es halt immer wieder instand gesetzt worden. Ja. Auf diesem anderen Weg, den wir jetzt runtergehen, da ist hier wirklich die Reiter. Alpe, Alm, wie man sagen möchte, tut hier wirklich mächtig auf. Also wahnsinnig. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen auf dem Video sehen. Ich hoffe, das wirkt wenigstens so ein bisschen. Wie gigantisch das hier alles ist. Fantastisch. Wirklich ein wunderschön anzusehen ist das. Ja, wir wandern jetzt hier runter. Das ist jetzt hier ein breiterer Weg. Hier fahren sie auch mit dem Auto zur Alm hoch. Nicht mehr diese kleinen Pfade. Aber so haben wir jetzt ein bisschen was Neues auf der Tour. Und vor allen Dingen habe ich dann auch sehr Interessantes gehört, was wir vielleicht gleich sehen können. Jetzt bewegt er sich ganz viel gerade. Das ist über Funk. Wozu ist das Seil da? Das ist ein Sicherungsseil. Für die Menschen, die da hochgehen zum Füttern. Und da gehen welche hoch zum Füttern? Ja, also jetzt nicht mehr in die Nische, jetzt wird alles in diese Schutzrinne davor gebrochen. Da gibt es noch mehr hiervon, ne? Ja, also hier nicht, aber in anderen Ländern. Die haben Streifgebiete. Ja, die fliegen auch mal bis Dänemark, Niederlande. Über ganz Deutschland oder? Also da oben sollen sie sich zwar nicht niederlassen, aber aus in der Nische sind die Bartgeier. Das wollte ich euch nämlich noch erzählen, dass wir an einer Station vorbeikommen, wo man die Bartgeier beobachten kann, die hier ausgesetzt wurden, ausgewildert vielmehr. Zwei Stück sind das. Bavaria und Walli, zwei Weibchen, die wurden da eben, wo ich da hochgefilmt habe, in dieser Nische quasi ausgewildert jetzt und lernen hier das Fliegen, das Leben in der freien Natur. Und von dieser Station, die auf dem Weg hoch zur Halsalm ist, hat man die Möglichkeit, die durch ein Fernrohr zu beobachten, sofern sie natürlich gerade in dem Moment in ihrer Nische, in ihrem Nest sind. Und die beiden netten Betreuer, die das da organisieren, die sagten, dass die erst seit 3 Tagen überhaupt richtig fliegen. Also vorher haben die nur so kleine Mikroflüge gemacht. Und seit 3 Tagen machen die so richtige kreisende Flüge. Und wenn die fliegen, meinten die, also das erkennt man auch dann auf jeden Fall mit bloßem Auge, dass das diese Bartgeier sind. Die haben eine Flügelspannweite, wenn die ausgewachsen sind, von 2,90 Meter. Und die sind wohl schon fast ausgewachsen und haben so an die 2,80, 2,85. Und die wird man wohl sehr gut in der Luft sehen können. Jetzt gerade waren sie tatsächlich zumindest einer in seinem, Nest ist es ja eigentlich nicht richtig. Ja, Nische, ich sag mal Nest. Und ich konnte zumindest den Kopf von ihm sehen, dass er den da immer ein bisschen bewegt hat. Aber leider nicht, dass er jetzt fliegt, aber vielleicht. Wenn ich lang gehe, sehe ich noch einen heute fliegen. Das wäre natürlich ganz cool. Der Abstieg von der Halsalm, der endet jetzt. Ich bin jetzt eigentlich die ganze Zeit hier nur durch den Wald über so Forstwege. War wenig spektakulär, also wenn ihr überlegt, welchen Weg ihr gehen sollt, wenn ihr nur einen gehen möchtet, nicht einen Rundweg, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den Hinweg, den ich genommen habe, zu gehen, weil der wesentlich schöner ist.
sind wir in so einer Wiese am Beginn des Klausbachtals angekommen. Und wir biegen jetzt gleich nach links ab und gehen Richtung Hintersee zurück. Fantastisch, wie sich hier in der Sonne jetzt nach dem Waldspaziergang das Gebirge wieder auftut. Wahnsinn. Hier lädt wieder ein Bankerl zum Verweilen und Rasten ein. Ja, was könnte man hier denn noch Schönes machen? Reiter Steinberg, neue Traunsteiner Hütte, beide Ziele, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Ist bestimmt auch mal was für die Zukunft. Werde ich aber diesen Urlaub wohl nicht machen. Meine Liste ist noch gut gefüllt mit To-Dos, die ich gerne machen möchte. Davon werde ich sehr wahrscheinlich nicht alles schaffen, weil auch bestimmt noch ein paar, ja, ich fürchte ein paar Regentage dabei sind, ein, zwei vielleicht. Oder zumindest wo Gewitter angesagt sind und ja, wenn jetzt Gewitter gemeldet sind, dann und das ungewiss ist, ob die jetzt schon am Nachmittag kommen, dann werde ich nicht auf eine größere Bergtour aufbrechen. So, ich wechsle mal von der geteerten Straße hier rüber auf den Wanderweg. Hintersee, 5 Minuten. Hier kann man auch Themenwege machen, einmal den Adler-Themenweg anscheinend und den Bartgeier-Weg, wo wir eben an dem Infopunkt waren. Das war ja sehr interessant, kann ich jedem empfehlen, mal hinzugehen. Mit den Adlern ist bestimmt auch sehr interessant. Infostelle des Nationalparkes, hier ist auch sehr interessant, war schon mal drin. Kann man sich einige Informationen über den Park hier holen. Ja, wenn man mal Zeit und Lust hat, einfach mal reingehen. Sehr interessant. Schaut mal, hier auf der Wand sieht man die Flügelspannweiten der jeweiligen Vögel und das ist der Bartgeier, also das Originalgröße. Das war ja auch oben auf dem Infostand so abgebildet auf dieser Plane, die ich da festgehalten habe. Ja, und hier oben, da fliegen die Jungs, beziehungsweise Mädels, das sind zwei Mädels. Aber, ja, sie fliegen jetzt gerade nicht, aber normalerweise würden sie hier fliegen und wären da sichtbar. Leider sehen wir es halt nicht.
So. Dann kommen wir jetzt hier zurück an den Hintersee. War jetzt ein bisschen geteerte Straße leider, die wir gehen mussten. Aber jetzt ist hier wieder so ein bisschen Wanderweg. Der Wandelhof, da habe ich auch schon mal gewohnt. Das war schon ein paar Jährchen her. Einen Laden an der Brücke. Kleine Spezialität gefunden, die ich euch jetzt gleich mal zeige. Ja, schauen wir uns erstmal nochmal gerade hier auf den Göll. Werden wir hier lang gehen und dann zeige ich euch mal, was ich hier gefunden habe. Ich schon länger gesucht habe und mich jetzt auch richtig freue. Das ist Bauernhofeis. Tiramisu-Geschmack, Vanille gab es leider nicht, hätte ich noch lieber gehabt. Und das Ganze besteht. Kommt hier aus Ramsau. Ja, das werde ich jetzt mal probieren. Und hoffen, dass das sehr gut schmeckt. Ich wandere jetzt in Richtung Kurpark hier mit diesem kleinen Mini-Bergkurgarten in Ramsau und den schauen wir uns dann nochmal an. Hier der Bergkuhgarten vom Bergsteigerdorf Ramsau. Hier werden wir jetzt mal eine kleine Runde drehen. Jede Menge Wildkräuter, Heilpflanzen wachsen hier. Immer wieder Plätzchen, wo man hier verweilen kann. Viele Tafeln erklären hier den Lebensraum von Insekten, von Pflanzen. Das ist ein Insekten-Bienenhotel. Richtig schön natürlich hier. So, wandern wir mal weiter hier lang. Hier hat man im Kurgarten auch die Möglichkeit, ja, ein bisschen Wassertreten zu machen. Vielleicht nach einer langen Wanderung kann man sich hier ein bisschen erholen und erfrischen. Mal schauen, vielleicht gehen wir mal da durch. Ach,
Leute, es ist wahnsinnig kalt. Das kann ich kein Mensch vorstellen. Boah, wie kalt das ist. Unglaublich. Absolut belebend. Jetzt geht's wieder zurück zum Auto und dann erstmal ins Hotel frisch machen, bevor es heute Abend nochmal nach Berchtesgaden geht. Und den Blick auf die Kirche in Ramsau und der Brücke verabschieden wir uns jetzt erstmal zurück zum Hotel. Gehen wir mal rüber. Zurück beim Hotel wieder. Ich kann es euch nicht ersparen, dass wir uns jetzt mal dieses Panorama angucken, weil es einfach unglaublich ist. Also eventuell, das muss ich mal überlegen, mal gucken, wie das Wetter wird und so, gehe ich morgen auf das hohe Brett. Aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber das ist eine der Möglichkeiten für morgen. So. Paraglider. Jetzt geht es erstmal ins Zimmer frisch machen. Bevor es jetzt gleich in die Stadt geht zum Essen. Ja, eine kleine Wanderung hier hoch. Schauen wir nochmal. Absolutes Traumwetter, so richtig warm. Ja, und so soll es morgen wohl auch sein. Sehr gut. Ja, ich hatte mich jetzt im Hotel gerade ready gemacht, frisch gemacht für in die Stadt zu gehen und da geht es jetzt auch hin und ich melde mich dann gleich mal mit dem Essen zurück. So, nochmal der Blick auf die Berge hier von Berchtesgaden aus. Der Watzmann in voller Pracht. Schaut es euch an. Wunderbar. Dann nochmal der Watzmann hier. Das ist die Aussicht von der Sonnenterrasse. Absoluter Traum hier. Blick auf Berchtesgaden, auf die Berge. Noch ein paar Impressionen aus Berchtesgaden zum Abschluss des heutigen Tages. Schauen wir noch einmal in der Abenddämmerung hier ins Gebirge. Ja, ist eigentlich ein bisschen dunkler, als das jetzt auf dem Display tatsächlich aussieht. Und hier haben wir auf der rechten Seite den Jänner mit der beleuchteten Jännerbahn. Und daneben, links daneben, das ist das hohe Brett. Und wenn alles gut geht,
dann soll das morgen das Ziel sein. Daneben der Hohe Göll wirkt etwas kleiner, aber ist in Wirklichkeit der größere Berg. Ist nur ein bisschen zurückversetzt. Dann haben wir den Mandelgrat, der zum Göll führt vom Kehlstein aus, wo das Kehlsteinhaus am Abend am Leuchten ist. Ich wandere jetzt zurück zum Hotel und dann lasse ich den Abend noch ausklingen. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch für heute und sage schon mal Servus und bis zur nächsten Wanderung am nächsten Tag. Ich hoffe, ihr noch in Berchtesgaden unterwegs. Hab da noch so ein bisschen die Häuser gefilmt. Mir gefällt das da ganz schön, wie das da alles aussieht. Und ja, das habe ich nochmal versucht jetzt festzuhalten und verabschiede mich und sage bis morgen. Und ich hoffe, es geht morgen aufs hohe Brett. Das Einzige, was da jetzt irgendwie noch fehlschlagen könnte, warum ich das nicht mache, ist, dass das Wetter nicht so gut wäre, dass mir das reicht, um da hochzugehen, wobei es eigentlich ganz gut gemeldet ist. Oder dass ich mich irgendwie ja, dazu nicht in der Lage fühle oder maßlos verschlafe oder sowas, dann würde ich das in Erwägung ziehen, morgen nicht zu machen. Aber eigentlich ist es geplant. Oder mir kommt doch irgendeine ganz andere Idee in den Sinn, wo ich denke, das musst du jetzt morgen auf jeden Fall zuerst machen, bevor du aufs Brett gehst. Gut, damit sage ich bis morgen.